Hello, Sunshines! Ach oh Gott, es ist ja so ein fantastisches Wetter. In letzter Zeit ein Traum. Nicht wundern, ich bin ein bisschen heiser. Ich habe heute Vormittag im Auto ein bisschen rumgeschrien. Also wirklich, wenn es um Schreien geht, dann fühle ich mich im Auto am sichersten. Mein Auto ist doch eigentlich ein Heilungszentrum, weil da bin ich schon so viele Prozesse in mir durchgegangen. Ja, deswegen, wenn ihr einen Ort zum Schreien braucht, wo ihr Ruhe habt, nehmt das Auto. Das klappt super. Und ich habe schon eine Botschaft für dich des Tages, denn ich bin ja schon länger auf der Spur, was meine Pollenallergie angeht. Und es geht darum, ja, zu gucken, wo ist dein innerer Kampf. Und bei mir hat es ganz viel mit innerer Druck zu tun, weil ich in meinem Kopf immer sehr viel vorausplane. Mir ist aufgefallen, dass ich sehr unbewusst über den Tag dann bin, weil ich mit meinem Kopf immer schon bei der nächsten Aufgabe bin. Ich mache zum Beispiel gerade Ketten und denke schon 5 Schritte voraus, was ich noch alles machen könnte. Das setzt mich innerlich komplett unter Druck. Und dadurch genieße ich gar nicht mehr den Tag, sondern bin eigentlich nur noch am Aufgaben abarbeiten. Aber diese Aufgaben sind endlich. Und es gibt für mich gar keine richtigen Erfolgserlebnisse, weil ich den Moment nicht genieße und auch nicht sehe, was ich kreiert habe. Und ich habe gestern nochmal die Botschaft bekommen, dass ich erstens bewusster sein soll. Also wirklich, wenn du isst, isst du. Wenn du Ketten machst, machst du Ketten und guckst nicht irgendwie eine Serie nebenbei. Dass du wirklich jede Aktion komplett bewusst im Hier und Jetzt vollziehst. Ich habe das eine Zeit lang richtig gut trainiert und habe das auch mega gut gemacht, aber so das letzte Jahr, dadurch, dass ich auch wieder so in diesen Workflow gekommen bin, habe ich das wieder völlig über den Haufen geworfen und dreh jetzt nochmal dieselbe Runde und darf jetzt wieder anfangen, bewusster zu werden. Und es macht einfach echt krass viel aus, wenn du wirklich nur im Hier und Jetzt bist. Weil dann hast du diesen ganzen Stress-Kopf-Gedanken-Kram einfach nicht. Deswegen meine erste Botschaft an dich. Versuche bewusster im Alltag zu sein. Konzentriere dich auf die Aufgaben. Lenke den Fokus auf die Aufgaben, die du gerade tust. Und im besten Fall machen sie dir Freude. Und meine zweite Botschaft an dich ist: Wenn du gerade energetische Unterstützung brauchst oder es dir nicht gut geht und du gerade Zeichen brauchst oder irgendwelche Botschaften, die dich weiterbringen, weil oft heilen wir schon durch Erkenntnis, die uns manchmal auch andere Menschen bringen. Deswegen, zweite Botschaft an dich, frage nach Zeichen. Denn wenn du nach Zeichen fragst oder um Hilfe bittest, dann wirst du auch welche bekommen. Denn wir haben hier das Gesetz des freien Willens. Das heißt, wenn du nicht fragst, wirst du auch keine bekommen. Aber wenn du fragst, dann bekommst du welche. Und das habe ich gemacht. Geträumt, dass es geregnet hat und ich bin Auto gefahren. Und irgendwie habe ich mich im Kreis gedreht. Also ich glaube, gerade Regen ist so ein Traumsymbol der Reinigung. Und auch wenn ich es schaffe, luzide zu sein, dann lasse ich es immer regnen oder mache den Himmel ganz klar. Das sind alles ja, Techniken, um dich quasi, um dein Energiefeld zu reinigen. Und es wirkt. Also es ist krass, was das bringt. So, ich habe mich heute Morgen so gut gefühlt, richtig freudig aufgewacht. Und das, mit diesem Thema habe ich echt richtig gestruggelt die letzte Zeit, mit Freude aufzuwachen, weil ich auch sehr viel diese depressive Stimmung, diese Sinnlosigkeit in mir gefühlt habe. Und es ist so krass, wie sich die Realitäten ändern, wenn du auf einmal wieder diese Freude fühlst. So, dann macht alles wieder Sinn. Der Tag macht Spaß, das Leben macht Spaß. Auf einmal ist alles wieder toll. Und davor ist es so, ja, was soll ich hier? Ob ich jetzt hier sitze oder da sitze, ob ich jetzt hier überhaupt lebe oder tot bin, ist doch alles egal. Ja, so habe ich mich ungefähr gefühlt teilweise. Und deswegen, ich habe um Reinigung gebeten über Nacht. Und habe sie bekommen. Ich habe mich viel besser gefühlt und bin viel bewusster in den Tag gestartet. Und ist geil. Hat Spaß gemacht heute. Deswegen, frag um Hilfe. Das ist meine zweite Botschaft.